Ich will einige Bemerkungen machen zum Plan der Bundesregierung, was die Papiere, sogenannten toxischen Papiere in den Anlagebüchern der Banken anbetrifft. Eine Lösung dieses Problems ist seit langem überfällig. Wir wissen von dieser Problematik jetzt seit gut anderthalb Jahren. Das Vertrauen der Banken untereinander ist zerstört, weil die Banken nicht wissen, welche Werte da beziehungsweise welche ehemaligen Werte da in den Büchern der Banken schlummern und sie den anderen nicht zutrauen, dass sie diese Probleme beherrschen. Das wird ohne Hilfe des Staates nicht möglich sein, dieses Problem zu lösen. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, nun, wenn es auch schon spät ist, jetzt zügig zu einem Ergebnis zu kommen. Die Überlegungen, die der Bundesfinanzminister anstellt, gehen nach unserer Meinung in die richtige Richtung. Wir als Opposition werden diesen Prozess konstruktiv begleiten. Allerdings, bevor man das bewerten kann, muss ein wirkliches Modell auf dem Tisch liegen. Es wird darum gehen, dass die Notwendigkeiten, die Papiere sofort abzuschreiben, dass diese Notwendigkeiten verändert werden, weil die Sofortabschreibungen dazu führen, dass das Eigenkapital der Banken ausgehöhlt wird und sie nicht mehr in der Lage sind, in ausreichendem Maße Kredite der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Die Kreditvergabefähigkeit der Wirtschaft muss so schnell wie möglich wieder, der Banken muss so schnell wie möglich wieder hergestellt werden, damit nicht die gesamte Wirtschaft darunter leidet. Gleichzeitig muss die Regierung dafür sorgen, dass nicht die ganzen Verluste beim Steuerzahler verbleiben. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, wie man vorgehen kann. Ergebnis soll und muss sein, dass die Verluste nicht in einem Jahr abgeschrieben werden, sondern auf der Zeitachse auf 15 bis 20 Jahre verteilt werden und dann jedes Jahr, je nach Fälligkeit der Papiere, das abgewickelt wird, möglichst durch das Management der Banken, in Verantwortung der Banken, und dass die Verluste auch von den Banken und den Bankeigentümern natürlich getragen werden müssen. Der Staat muss dafür eine Rückendeckung geben, damit das möglich ist. Das Zweite ist das Problem der Landesbanken. Die Landesbanken sind ja, wie gesagt, schon Staatsbanken. Da hat der Staat das Problem, bei uns eben die Bundesländer. Wenn die Bundesländer den Bund bitten, da zu helfen, dann sollte diese Hilfe nur gegeben werden, geleistet werden, wenn die Länder dazu bereit sind, eine echte Strukturreform der Landesbanken durchzuführen. Wir brauchen heute diese Landesbanken nicht mehr. Vielleicht braucht die Sparkassenorganisation ein Spitzeninstitut, welche diese Leistungen erbringt, die die Sparkassen selbst nicht erbringen können. Aber wir brauchen nicht die einzelnen Landesbanken in den Ländern. Und deswegen sollte das eine Bedingung sein, dass es zu dieser Strukturreform kommt, zu der die Länder bislang alleine nicht bereit sind. Ansonsten sollte der Bund die Finger davon lassen. Also nochmal zusammenfassend. Die FDP-Oppositionspartei begleitet konstruktiv den Lösungsansatz, die wertlosen oder nicht mehr werthaltigen Wertpapiere auf der Zeitachse allmählich abzuarbeiten und dadurch die Banken in die Lage zu versetzen, wieder voll und ganz ihrer Aufgabe nachkommen zu können, Kredite insbesondere an die mittelständische Wirtschaft zu vergeben. Vielen Dank.